Das ist Art Attack. Das ist Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Herzlich willkommen bei Art Attack, eurer großen Kunst- und Bastelshow. Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch zeige, ganz leicht auch selber basteln. Also, los geht's mit Art Attack. Ihr kennt das bestimmt alle aus Märchen- oder Zeichentrickfilmen. Man kann die verschiedensten Gegenstände zum Leben erwecken, wenn man ihnen Gesichter verpasst. Zum Beispiel Kerzenständer, Teekannen, Lokomotiven oder sogar große Gebäude. Und wenn ihr das mit eurer Zimmertür macht, wird euer Zimmer gleich ein bisschen lebendiger. Sieht doch stark aus. Wenn ihr euch so ein Zimmertürgesicht basteln wollt, braucht ihr zuerst mal einen großen, dicken Pappkarton. Und schon kann's losgehen. Auf die Pappe zeichnet ihr mit einem dicken, schwarzen Filzstift die Form eines riesengroßen Auges. Das Auge bekommt oben und unten noch ein Augenlid. Und in der Mitte sieht man die Iris mit der Pupille. In der Pupille eine kleine Lichtspiegelung. Jetzt die Nase. Je größer, desto besser. Hier unten die Nasenflügel. Perfekt. Nase und Augen schneidet ihr dann mit einer Schere vorsichtig aus. Dann habt ihr schon mal das hier. Ein Gesicht braucht natürlich zwei Augen. Also benutzt das erste als Schablone, malt auf einem weiteren Stück Pappe einmal außenrum und schneidet auch das zweite Auge aus. Schon habt ihr zwei gleich große Pappaugen. Was fehlt jetzt noch? Klar, der Mund. Malt wieder zuerst auf Pappe vor und schneidet ihn dann aus. Ein möglichst großer Mund sieht ganz besonders gut aus. Das sind die wichtigsten Einzelteile, die ihr für das Gesicht braucht. Klar, Augen, Nase und Mund. So sind sie aber noch viel zu platt. Das müssen wir schleunigst ändern. Natürlich mit jeder Menge Zeitungspapier. Um die Augen aufzupolstern, nehmt ein paar Zeitungsseiten und knüllt sie in so eine ovale Form zusammen. Mit Klebeband klebt ihr sie auf dem Pappauge fest. Als nächstes brauchen wir die Augenlider. Nehmt dazu wieder jeweils eine Zeitungsseite und faltet sie zu einem dünnen Streifen der Länge nach auf. Schon habt ihr das obere Augenlid. Das klebt ihr wieder mit Klebeband gut fest. Das gleiche macht ihr auch noch an der Unterseite. Wenn ihr das mit beiden Augen gemacht habt, sehen sie so aus. Um die restlichen Pappformen aufzupolstern, braucht ihr natürlich noch mehr Zeitungspapier. Für die Nase macht ihr in der Mitte ein längliches, großes Dreieck. Hier unten einen dicken Ball und an die Seiten natürlich noch die Nasenflügel. Dem Mund verpasst ihr oben und unten je eine richtig dicke Zeitungspapierwurst und bringt diese in die richtige Form. Wenn auch die Lippen um den Mund ordentlich aussehen, wird es Zeit, dass wir die einzelnen Teile stabiler machen und die Oberflächen schön glätten. Und dazu brauchen wir natürlich weißen Bastelkleber. Mischt etwas weißen Bastelkleber zu gleichen Teilen mit Wasser und streicht damit die Teile des Gesichtes ein. Dann bedeckt das Ganze mit Klopapier oder Küchenpapierstreifen. Lasst möglichst keine Stellen frei, sodass man später die Zeitung nicht mehr sieht. Faltet das Küchenpapier auch über die Ränder bis auf die Rückseite, sodass alle Formen einen ordentlichen Rand bekommen. Eine Schicht Pappmaché reicht vollkommen. Wenn ihr alle Teile eures Zimmertürgesichts komplett mit Pappmaché bedeckt habt, lasst es erstmal gut trocknen. Die Oberfläche wird dann richtig schön hart und stabil.
Beim Anmalen ist wichtig, dass ihr möglichst die gleichen Grundfarben wie die eurer Tür benutzt, damit das Gesicht später auch richtig gut zu der Tür passt. Mein Gesicht kommt auf eine braune, holzfarbene Tür. Grundiert als erstes mal alle Einzelteile in der gleichen Farbe. Vielleicht bekommt ihr ja wirklich genau die Farbe eurer Zimmertür hin. Damit es aussieht wie echtes Holz, verwendet mehrere Brauntöne übereinander. Das dunkle Braun könnt ihr auch gut wieder für das Innere des Auges verwenden. Bemalt Nase, Augen und Mund möglichst ähnlich, so wird daraus ein perfektes Gesicht. Probiert mal verschiedene Positionen für die einzelnen Teile aus und lasst euer Gesicht zum Beispiel mal ein bisschen grimmig oder auch traurig gucken. Wie ihr wollt. Dieses Gesicht muss jetzt nur noch an eure Tür. Um es zu befestigen, könnt ihr zum Beispiel Knetmasse benutzen, dann passiert dem Türlack nichts. Wichtig ist dabei, dass Augen, Nase und Mund jeweils die richtigen Abstände zueinander haben, damit daraus ein ordentliches Gesicht wird. Wenn man jetzt vor eurer Tür steht, dann starrt einen ein riesiges Gesicht an. Und sogar wenn man sich ein bisschen hin und her bewegt, scheint es, als würden die Augen einem folgen. Eure Tür ist also richtig lebendig geworden. Mit so einem riesigen Gesicht kann man natürlich noch ganz andere Dinge zum Leben erwecken. Wie wär's mit der Wand in eurem Zimmer? Dieses Gesicht hat natürlich das gleiche Muster wie die Tapete bekommen. Eine lebendige Wand. Oder wenn ihr Lust habt, verpasst doch einfach eurem Fußboden ein Gesicht. Diesmal übernehmt ihr natürlich das Muster des Fußbodens oder der Holzdielen. Also, probiert's einfach mal aus. Erweckt euer Zimmer zum Leben mit riesigen Gesichtern. Oh, was für eine tolle Idee. Hey, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Also, wenn ihr eure Zimmertür zum Leben erwecken wollt, zeichnet zuerst die wichtigsten Gesichtsteile auf ein großes Stück dicke Pappe und schneidet sie aus. Dann polstert sie mit Zeitungspapier, das ihr mit viel Klebeband befestigt, ordentlich auf. Mit einer Schicht Pappmaché aus Bastelkleber und Küchenpapier wird das Ganze stabiler gemacht. Und zum Schluss malt ihr die einzelnen Teile mit der Farbe an, die genau zu dem passt, was das riesige Gesicht zum Leben erwecken soll. Wow, sieht doch echt lebendig aus, wie einen das Gesicht so anguckt. Oh. Ihr wisst ja, tolle Bilder kann man aus allem Möglichen machen. Und wer kann das ganz besonders gut? Klar, Neil, unser großer Künstler. Er nimmt ganz alltägliche Dinge und macht aus ihnen ein Art Attack-Riesenbild. Manchmal genügt Neil aber auch nur eine einzige Zutat, um ein Bild mit einem richtig tollen Effekt für uns zu machen. Schaut mal, was dabei rauskommt, wenn er normales Salz auf einen dunklen Boden streut. We'll be right back.
Oh, einfach herrlich. Ich habe übrigens einen ganzen Tag lang gebraucht, um ein einzigartiges, hochmodernes Pferdekunstwerk auf die Leinwand zu zaubern. Wollt ihr es vielleicht sehen? Ich finde, es stellt ganz einzigartig die Schönheit und Anmut dieser wundervollen Geschöpfe dar. Na gut, vielleicht doch nicht so ganz. Ach, es ist zum Wiehern. Ich gebe es auf. Ah! Manchmal passiert es mir, dass ich aufhören will, etwas zu zeichnen, bevor ich überhaupt angefangen habe. Nur weil ich denke, dass das, was ich zeichnen will, viel zu schwierig ist. Wenn es euch auch mal so geht, nicht gleich aufgeben. Mit einem kleinen Trick bekommt man sogar die schwierigsten Dinge hin. Alle Gegenstände und Objekte bestehen aus vielen ganz einfachen Grundformen, die unter dem liegen, was man sieht. Wenn ihr euch die zuerst überlegt und sie nacheinander aufs Papier bringt, könnt ihr zeichnen, was immer ihr wollt. Probieren wir das mal mit einem Flugzeug aus. Stellt euch einen normalen Flieger vor. Das Größte ist der lange, schmale Rumpf. Also zeichnet ihn mit dem Bleistift auf dem Papier vor. Ihr müsst dabei nur leicht aufdrücken. Diese Form könnt ihr später noch beliebig ausbessern. Sie dient ja nur als Vorlage. Okay, jetzt die Flügel. Sie sehen ein bisschen aus wie schmale Dreiecke, die ihr etwas nach hinten neigt. Damit das Flugzeug auch wirklich fliegen kann, braucht es hinten noch ein richtiges Leitwerk. Schon habt ihr die Umrisse eines Flugzeuges zusammengesetzt aus den einzelnen Grundformen. Als nächstes könnt ihr alle möglichen Einzelheiten dazu malen. Wenn ihr einen bestimmten Flugzeugtyp malen wollt, sucht euch einfach Bilder aus Büchern oder Zeitschriften als Vorlage. Macht erstmal aus der Spitze vorne eine ordentliche Flugzeugnase. Hier oben ist das Cockpit mit einem Fenster für die Piloten. Dann brauchen die Flügel eine bessere Form. Rundet auf jeden Fall die Ecken der Dreiecke ab. Ohne Turbinen wäre das mit dem Fliegen wahrscheinlich gar nichts. Also zwei dicke Turbinen unter die Tragflächen und dann noch das Leitwerk ein bisschen in Form bringen. An der Seite am Flugzeugrumpf sind noch die Fenster für die Passagiere. Wenn euch euer Flugzeugentwurf gefällt, zieht mit einem schwarzen Filzstift alle Linien ordentlich nach. Dann braucht ihr nur noch die Bleistiftvorzeichnungen wegzuradieren und ein paar Farben rauszuholen. Schon habt ihr ein super Bild von einem Flugzeug hoch über den Wolken. Und angefangen hat alles mit diesen einfachen Grundformen, die wir nach und nach vorgezeichnet haben. Mit diesem Trick könnt ihr wirklich alles malen. Überlegt euch nur zuerst, welche einzelnen Formen unter dem liegen, was man wirklich sieht. Hier habe ich was Schwierigeres. Eine alte Dampflokomotive. Die habe ich natürlich mit dem gleichen Trick gemalt. Diesmal habe ich zum Ausmalen Buntstifte genommen. Und hier seht ihr meine Vorlage. Kreise für die Räder, einen Zylinder und zwei Rechtecke. Also denkt immer an diesen einfachen Trick, wenn ihr meint, irgendetwas wäre zu schwierig zu zeichnen. Überlegt euch zuerst, welche einfachen Grundformen unter dem liegen, was man sieht. Und daraus lasst ihr dann das werden, was ihr zeichnen wollt. Probiert's einfach mal aus. Oh, was für ein fantastischer Trick, etwas Schwieriges zu zeichnen, indem man es aus einzelnen einfachen Formen zusammensetzt. Ich probiere es auch gleich mal. Hilfe, mir fällt nichts Einfaches ein. Oh, mir fällt gerade überhaupt nichts ein. Oh. Zum Schluss habe ich noch eine ganz besondere Grußkarte für euch. Eine Art Attack Schwebekarte. Ihr seht, dieser süße Schmetterling schwebt mitten durch die Landschaft. Um euch selbst so eine zu basteln, braucht ihr zuerst nur ein längliches Stück Pappe oder dickes Papier.
Und das teilt ihr in drei gleich große Abschnitte. Schon kann's losgehen. Nehmt euer Lineal und zieht jetzt eine Linie in der Breite des Lineals an den beiden Außenseiten von oben nach unten. Dann teilt auch diese Streifen an der Seite in drei gleich große Abschnitte ein. Auf der einen Seite schneidet ihr den oberen und den unteren Abschnitt weg und auf der anderen den mittleren. Wenn ihr das vorsichtig gemacht habt, sieht euer Papier so aus. Faltet jetzt die beiden äußeren Seiten an den Linien in der Mitte nach innen, sodass es ein solches Dreieck ergibt. Ihr seht, die beiden Enden greifen jetzt hier ineinander und ihr könnt eure Karte aufstellen. Aber das Wichtigste fehlt ja noch. Also faltet nochmal alles auseinander und legt die Karte mit den Linien nach oben vor euch auf den Tisch. In diesem mittleren Abschnitt zeichnet ihr einen Rahmen. Bei meiner Karte soll er eine schöne Landschaft einrahmen. Links und rechts stehen zwei alte große Bäume. Dieses Bild dürft ihr ganz grob skizzieren. Oben an den Ästen hängen ein paar Blätter und am unteren Rand ist eine Wiese mit ein paar schönen Blumen. Das Innere schneidet ihr ganz vorsichtig und so ordentlich wie möglich heraus. Fangt dabei am besten in einer Ecke an und schneidet einmal rundherum. Und schon habt ihr den fertigen Kartenrahmen und das ausgeschnittene Mittelteil. Das legt ihr erstmal zur Seite. Jetzt faltet die Karte nochmal zusammen und dann seht ihr, wo ihr den Hintergrund hinmalen müsst. Nämlich hier und hier. Dafür habe ich einen kleinen Tipp für euch. Kennzeichnet zuerst eine Stelle circa in der Mitte, an der sich die beiden umgeklappten Seiten treffen. Diese Markierung hilft euch dabei, später ein durchgehendes Bild zu malen. Jetzt wisst ihr genau, auf welcher Höhe die Hügel sein müssen. Im Hintergrund sieht man verschiedene Felder, Büsche, Wolken am Himmel und vielleicht ein paar Bäume. Ihr dürft natürlich malen, was immer ihr wollt. Wenn ihr die Karte jetzt wieder zusammenbaut, seht ihr durch den Rahmen den Hintergrund. Sieht aus wie ein kleines Theater. Auf den Mittelteil, den ihr vorhin herausgeschnitten habt, malt ihr jetzt das, was auf eurer Karte schweben soll. Wie wär's mit einem wunderschönen Schmetterling? Der Schmetterling darf ruhig aussehen wie aus einem Comic. Verpasst ihm ein freundliches, lachendes Gesicht. Darunter der Schmetterlingskörper und an den Seiten große, geschwungene Flügel. Den Schmetterling schneidet ihr vorsichtig mit der Schere aus. Ihr werdet sehen, er passt perfekt in den Rahmen. Zu guter Letzt malt ihr alles natürlich noch möglichst schön bunt an. Erstmal den Rahmen vorne auf der Karte, dann den Hintergrund auf beiden Seiten und natürlich auch noch den Schmetterling. Und ihr seht, ich habe auf die Rückseite des Schmetterlings zwei Stück dünnen Faden geklebt. Mit Hilfe dieser Fäden könnt ihr den Schmetterling innen in der Karte befestigen. Messt nur die richtige Länge aus und klebt den Schmetterling dann hier innen an den Rahmen. Die überstehenden Fäden, die schneidet ihr ab. Wenn ihr jetzt die Karte hinstellt und hinten zuklappt, schwebt der Schmetterling vor dem Hintergrund. Wenn ihr diese Karte verschicken wollt, müsst ihr sie nur zusammenklappen und in einen Briefumschlag stecken. Ihr könnt sie natürlich auch selber behalten und irgendwo in eurem Zimmer aufstellen. Fertig! Natürlich könnt ihr auch ganz andere Dinge in euren Karten schweben lassen. Wie wär's zum Beispiel mit einem Hubschrauber? Oder ihr lasst eine Fledermaus vor einem dunklen Vollmondhimmel fliegen. Die perfekte Karte für Halloween. Und hier habe ich noch eine Zirkusschwebekarte für euch gemacht. Hier oben hängen zwei Artisten am Trapez und im Hintergrund sieht man das tosende Publikum.
Probiert's einfach selbst, bastelt Artetek Schwebekarten und lasst darin schweben, was immer ihr wollt. Und jetzt seid ihr dran. Holt eure Mal- und Bastelsachen raus und legt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal bei Artetek.